Das Höllenfeuer ist ausgebrochen, Freunde. Die Kapelle steht in Flammen. Und der Priester mit. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Outlast. Aber ein Gutes hat das Ganze. Die Sonne geht auf. Und mit ihr das Mount Massive Asylum unter. Okay, Freunde, dann schauen wir mal, ob wir hier lebend rauskommen. Mal jetzt wird es nicht tun. Oh oh. Even took his damn pants. Tell you one thing. I've seen more than enough dick and balls tonight to last me a lifetime. And not all of them attached to a man. Let's wrap this up and get back to the truck. Amen. Das ist doch nicht wahr. Das ist damals der kranke Doktor gewesen. Da ist er ja wieder, unser Freund, der uns damals unsere Finger abgeschnitten hat. Schmoren der Hölle, du Arsch. So, wir haben eine Notiz bekommen. Diene und beschütze. Private Polizisten, Söldner, private Armee, wie auch immer sie die sich jetzt nennen. Sie sind genauso hilflos wie wir. Ich muss hier raus, entkommen. Wie oft würdest du... Sorry, wie oft würdest du das noch sagen, Gwaylen? Wir wissen, dass wir raus müssen. Da wird geschossen. Und da liegt noch eine Notiz. J. Sehr geehrte Herren, der Grundstein wurde gelegt, um einen ereignislosen Austritt von Rudolf Wernicke aus den tragenden und finanziellen Systemen von Mount Massive zu gewährleisten. Sein fortgeschrittenes Alter sollte allen möglichen Verdächtigungen unter den Vertragsarbeitern in den Angestellten entgegenwirken, welche ihn netterweise mit dem Spitznamen der Gruftwächter belegt haben. Und juristisch gesehen starb er vor Jahren. Soweit ich verstanden habe, wurde die Verlegung des Patienten 14-1306-8 14279-1 und 14868-1 bereits geplant. Wir alle sind schrecklich aufgeregt über das offensichtliche Profitpotenzial des neuen Projektes. Meine Wissenschaftler haben Wernickes Unterlagen durchforstet und fanden keine Hinweise auf die drei luziden Träumer. Ich denke, es ist eine sichere Annahme, dass Wernicke durch den teilweise Erfolg mit seinem Patienten Billy Hope und seiner eigenen Gebrechlichkeit so sehr abgelenkt war, dass er zu blind war, um die tatsächliche Entdeckung zu erfassen und zu realisieren. Selbst eine minimale Ausbeutung dieser Ressource ist kaum zu unterschätzen. Ich hoffe nur, dass diese neue Anlage gründlich genug abgeschirmt ist, um Frauen zuzulassen, so dass ich zukünftig Resultate mit meinen eigenen Augen sehen kann. Respektvoll, Helen Granite, Murkoff Abteilung für juristische Schadensbegrenzung. Also ich glaube, die Frau will das nicht wirklich. Also wenn die ja wirklich Schadensbegrenzung haben würde, dann hat die echt einen... Also beziehungsweise wenn die das mit ihren eigenen Augen sehen würde, dann hat die echt voll einen an der Latte, die Frau. Dann hat die echt einen Sockenschuss weg. Räumen die uns jetzt hier im Weg frei? Schön wär's natürlich, ja. Und hier liegt der Doktor. Und unten bricht die Hölle aus. Und ich werde andauernd bei Steam angeschrieben. Ich frage mich, wer das jetzt ist. Ich habe jetzt keine Zeit, Leute. Naja, alte Bekannte, ich würde sagen, wir sind dem Ende nahe, oder? Wir wollen jetzt schließlich auch nur noch hier raus.
Und die Kapelle, sie brennt immer noch. Notizen. Eine Kapelle brennt in der Ferne. Ich wusste nicht mal, dass wir eine Kirche hatten. Wo ist Gott, wenn man ihn braucht? Das frage ich mich auch. Nicht am richtigen Ort, würde ich sagen. Upsala, Frame-Einbruch. Und es speichert wieder. Und wir kommen, glaube ich, der Sache immer, immer näher. Aber alles tot. Keine Lebenden mehr. Wir sind der Letzte. Was ist mit Maya zu diesem Zeitpunkt? Lebt er noch? Oder ist er schon tot? Auf jeden Fall sind wir jetzt hier ganz am Anfang, wo Outlast damals angefangen hat. Genau hier befinden wir uns jetzt. Nirgendwo anders. Hier haben wir noch eine Akte. Und die lesen wir uns auf jeden Fall noch durch. Warnung, Levet, Triple, Schwarz. Sicherheitsprotokoll inklusive chemischer Fixierung, physischer Fixierung und separater adaptiver Überdruckkammern sind für die gesamte Dauer des Transfers zu nutzen. Chemische Stimulierung für alles Personal innerhalb von 500 Metern zu Patienten ist nachdrücklich empfohlen. Kommunikationsversuche sollten als Halluzination angesehen und ignoriert werden. Gesichtsentstellungen sollten nicht als Zeichen von Verlust der Wahrnehmungsschärfe angesehen werden. Sie sind physisch blind, aber nicht unsehend. Anmerkung, Sicherheitsfreigabe für Project Warrider ist nicht gültig für Informationen. Über die Patienten 14306-8, 14279-1 und 14868-1 eine neue Sicherheitsfreigabe wird ausgeschrieben und ein dementsprechendes Protokoll eingerichtet werden. Schön, wen interessiert's denn? Ey, das sind die Büros von damals, wo wir hinten zum Sicherheitsraum gegangen sind damals. Wisst ihr noch, das sind die Toiletten hier? Wo wir übelst Angst hatten zu Beginn des Spiels, wo Outlast anfangen. Und hier ist das Sicherheitsbüro, was komischerweise zu ist und ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Da unten! Hier... Ich fass es nicht, wir sind echt hier. Wo geht's denn hier noch lang? Okay, hier geht's nicht lang. Ich fass es echt nicht, Leute. Hier ist der Raum, wo damals... Das ist die Bibliothek hier, wo wir uns damals erschrocken haben. Wo der erste große Schocker von Outlast kam in der Bibliothek. Und hier hat uns damals, glaube ich, der... Dicke hinuntergeschubst. Aber wir müssen jetzt hier runter einfach nur. Ganz nach unten. In die Bibliothek, wo der Rollstuhl auf uns wartet. Den wir auch am Beginn des Spiels gesehen haben. Mr. Park. Ach da. Make a deal? You help. Scheiße, du Drecksack! Fuck! Nicht kurz vorm Schluss! Ja, Warrider! Räche dich! Töte ihn! Oh! Aber doch nicht schon wieder Gedärme abkriegen. Scheiße. Also wenn der jetzt AIDS hatte, dann haben wir auch AIDS, ey. So viele offene Wunden, wie wir hatten. Ist es das? Ist es das? Steh schon hoch, Waylon. Wir können überleben. Wir können es schaffen. Er ist tot. Und wir? Sind wir frei? Sind wir tatsächlich frei? Die Sonne. Sie geht auf. Die Sonne geht auf. Nichts wie weg hier. Nichts wie weg.
Das Mount Massive Asylum. Wir lassen es hinter uns. Komm schon, wir schaffen es, glaube ich, wirklich. Wir werden wirklich überleben. Wie geil ist das denn? Und da ist das Mount... Ich möchte ja mal ein schönes Bild für ein Thumbnail haben, deshalb gehe ich ja mal so ein bisschen rum. So ist das doch ganz cool, oder? Wenn ich das später so für ein Thumbnail habe. Ist, glaube ich, ganz schick. Na gut, Freunde. Nichts wie weg hier aus diesem Albtraum. Und da steht Mayets Auto. Ich fasse es nicht, Leute. Mayets ist wirklich weg. Beziehungsweise hier drin und wird gerade sterben. Und wir? Wir entkommen tatsächlich? Oder passiert doch noch was? Moment mal. Die Person, die wir gerade gesehen haben, ist das etwa schon Mayet? Scheiße. Das ist schon Mayet. Mayet ist schon der neue Warrider. You press that button. It's not going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoics with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Scheiße, ist es uns so viel wert? Ist es uns wirklich tatsächlich so viel wert? Wir können es doch gar nicht anders entscheiden. Wir müssen die linke Maustaste klicken. Ist es das wert, unsere Familie und alles andere aufs Spiel zu setzen? Nur um Murkoff eins auszuwischen... diese hochzujagen? Und wer ist der mysteriöse Mann? Ach, Freunde, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, ob es das wert ist. Aber wir können nichts anderes machen, deshalb. Das war's mit unserem Leben. Und das war's auch mit Outlast Whistleblower. Mann, war das ein geiles Game. Ey, da muss ich wirklich mal wieder... Ah, da könnte ich aufstehen für meinen Hut zücken. Und wirklich mal applaudieren an Red Barrett. Einfach nur mega. Ey, das ist wirklich das... eines der besten Horrorspiele, was ich je gespielt habe. Wenn nicht sogar das beste Horrorspiel, was ich bisher gespielt habe. Wirklich, Leute. Ich hatte jeden einzelnen Scheißport sowas von Angst, wirklich auf diesem Stuhl hier zu sitzen bei mir zu Hause. Im dunklen Zimmer, nur mit dieser Kerze hier an. Ich hatte so verdammte Scheißangst. Das glaubt ihr gar nicht. Ich fand's absolut geil, dass DLC... Ich meine, es war sein Geld absolut wert. Es hat schön lang gedauert, muss ich sagen. Ich fand es absolut genial, dass man auch alte Schauplätze wieder gesehen hat. Dass das auch alles miteinander verknüpft worden ist. Mayets ist also wirklich schon der Warrider. War wirklich schon im Gebäude, als wir das abgeschickt haben. Hier stehen übrigens auch gerade wieder die ganzen Stimmen von den Leuten, die mitgespielt haben. Chris Walker war wieder mit dabei. Father Martin, Rick Tracker, Wernicke. Alle die Leute, die waren wirklich wieder alle mit im DLC mit inbegriffen, so wie auch im Hauptspiel. Das fand ich einfach mega geil. Die haben alle ihre alten Stimmen wieder gehabt und. Dass man alte Bekannte halt wieder getroffen hat, das fand ich schon mega geil. Und dass halt auch die Neuen dazu kamen, wie der Hackfleischhassende zu Hacker. Wie, Glacke, hieß er Glackin? Der, Schönheitschirurg da. Dann, Dicky, also nichts gegen dicke Leute, also das dürft ihr nicht falsch verstehen. Aber dass, Chris Walker halt auch wieder mit dabei war, das war mega geil. Also, das war ein mega geiles Let's Play wieder. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Das hat mir auch so ein bisschen... Weiß nicht, ich hatte so bei vielen Let's Plays im Moment so den Eindruck, ach, jetzt musst du dich wieder hinsetzen und das aufnehmen. Hatte schon Bock darauf, aber jetzt nicht so, wie es hier bei Outlast war, wo ich mich dran gesetzt habe und gesagt habe, Alter, ich kann schon wieder Outlast spielen. Wie geil ist das denn? Los, gleich mal wieder hier 2 Stunden aufnehmen. Das war halt bei den anderen Spielen im Moment nicht gegeben und hier war es wieder der Fall. Und das war einfach mega, mega, mega geil.
Wirklich, ich ziehe meinen Hut vor Red Barrett. Die machen ihre Sache super mit Horrorspielen. Ich hoffe, es wird eventuell weitergehen mit Outlast. Wir haben ja jetzt dieses Video hochgeladen, was wir aufgenommen hatten von der vom Mount Massive Asylum. Ich weiß nicht. Es könnte doch theoretisch dann jetzt damit weitergehen, dass wir verfolgt werden. Dass wir eventuell wieder irgendwie da rein müssen. Oder dass das Ganze woanders stattfindet, weil es halt Leute gesehen haben und wieder dumme Sachen im Schilde führen. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich würde mich auf jeden Fall tierisch freuen, wenn es einen Nachfolger geben würde. Und ich wäre auch wieder der Erste, der sich das Spiel vorbestellen würde. Das könnte sowas von drauf Gift nehmen. Und ich würde es auf jeden Fall wieder let's playen. Ja, Musik ist vorbei. Special Thanks hier am Ende noch an die ganzen... Ich weiß gar nicht, was das für Leute sind, was die hier mitgewirkt haben. Ich kann mich nur noch bei euch bedanken, an meine Zuschauer, fürs fleißige Kommentieren, fürs fleißige Schauen, fürs Daumen hoch geben oder Daumen runter, um eure Feedback zu äußern, die Kritik zu äußern. Dafür bedanke ich mich recht herzlich. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich bei dem Projekt, denn ich hatte wirklich eine Menge Spaß, wenn nicht sogar den meisten Spaß wirklich seit langem wieder. Gut, wir sind wieder im Hauptmenü. Und könnten jetzt das Ganze nochmal von vorne anfangen. Da wäre ich aber schön blöd und würde euch den Vogel zeigen. Nein, ich werde die Finger von diesem Spiel lassen. Was als nächstes kommt als Horrorprojekt, ich weiß es noch nicht. Lasst euch überraschen. Vielleicht gibt es im Anschluss schon The Evil Within. Und ich werde das als Horrorprojekt dann starten. Oder wir schieben noch was anderes Kleines dazwischen. Mal gucken, ich bin gespannt. Ihr sicherlich auch. Ich verabschiede mich. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch. Und verarbeitet erstmal das Gesehene. Genau wie ich jetzt. Also macht's gut. Schönen Tag noch. Ciao, haut rein. Ich bin raus. Tschüssikowski.